So, liebe Leute, welcome back in FIFA 14. Prognosen Bundesliga. Beides wieder Champions League, Alter. Ja, beides wieder Champions League. Aber vom Feinsten. Bisschen ist er für uns heute privat ja auch so ein bisschen Champions League, weil Mittwoch mal wieder Fußball kommt. Ja, stimmt, liebe Leute. Diese Woche war ja richtig geil. Na, ich habe irgendwie das Gefühl, da wird der Spielplan wird an den Bayern ausgelegt, oder? Ja, und gescheit. Wenn man überlegt, dass sie jetzt am 19. Spieltag jetzt wieder Sonntag spielen. Ja. Passt doch irgendwie, ne? Irgendwie passt das, ja. Heute halt 20 Uhr abends, schön im Dunkeln. Ja, die Bundesliga weiß, was ich gehört. Ja, kennt man meinen. So, liebe Leute, heute die Stuttgarter, die verloren haben unter der Woche, prognostiziere ich jetzt einfach mal. Ich spekuliere jetzt mal so, als ob Stuttgart am Mittwoch verloren hat, weil wir haben bei uns jetzt heute, wo wir aufnehmen, in dem Moment ist noch Mittwoch und die Partie ist noch nicht gelaufen. Aber ich gehe mal davon aus. Ja, klar kann man davon ausgehen. Und Leverkusen hat ja aber auch nicht so pralle gespielt im letzten Spiel dann auch verloren, ne? Nee, unentschieden. Leverkusen ging gar nicht. Nee, die haben verloren 3-2 gegen Freiburg. Ach, stimmt, ja auch gegen Freiburg. Das war ja krass. Die haben sogar in Führung gegangen. Ja, ja. Ach Gott, also deswegen. ganz mehrratendes Spiel. Aber typisch eigentlich für Leverkusen, fand ich. Ja, ja. Die sind halt nie sehr souverän, ne? Nee. Guck ich mal, ob ich das heute ein bisschen souveräner hinkriege. Also, Stuttgart hätte ich auch ein bisschen stärker eingeschätzt grundsätzlich in der Saison. Ja, obwohl es noch nicht so schlecht läuft, aber hängt ja auch ziemlich drin. Ich hätte auch gedacht, dass zum Beispiel Bremen schwächer ist. Noch schwächer? Ja, also ich finde eigentlich, dass es diese Saison ja fast schon geht. Also letzte Saison fand ich es schlimmer. Oh, wie er den Ball herschenkt. Was ist los, Beule? Hast du gesehen, wie er den Ball eben hergeschenkt hat, der Son? Ja. War das der Son? Ich glaube, das war der Son. Oh, Ecke. Wie gut, dass ich da immer nicht so anfällig bin bei Ecken und so. Dieses Jahr, ja. Ja. Letztes Jahr hast du ja Dinger reingepfiffen, Alter. Da habe ich gedacht, ey, ich bin am falschen Dampfer. Ey, scheiße, ist für mich eigentlich. Aber ich freue mich, dieses Jahr wird so super. Ja, wegen Augsburg oder was? Nee, wegen generell, das ist das Fußballjahr. Ja. Champions League, die Vorrunde jetzt, das ist abgefahren, geile Spiele. Ich meine, die Vorrunde jetzt. Ja klar, geht ja schon nächste Woche los, ne? Nee, in zwei Wochen. Zwei Wochen, Februar. Ja, da geht's echt vorwärts, ey. Vor allem, was sagst du eigentlich, Arsenal, Bayern? Schwierige Sache. Aber Schalke, Madrid? Naja, Schalke, Madrid, Schalke fliegt raus. Leverkusen fliegt raus. Wenn du heute ein Finale tippen müsstest, wie wird's aussehen? Man City gegen Bayern. Ehrlich? Ja. Ich würde sagen Real gegen Bayern. Und ich sag das als Barca-Fan, ne? Also. Ja, Barca hat ja auch abgebaut wieder, oder? Was war denn da los? Ah, die waren da schon 7 Punkte vorne dran. Die sind ja punktgleich fast. Ein Punkt nur noch oder so. Nee, Atletico war immer gleich auf. Ja, aber die Ding hat genauso viele Punkte Real wie Atletico. Nee. Natürlich! Die haben auch 53 oder so. Oder 53, sind das schon 53? Oder 33 oder was? oder 45? Die sind ein oder zwei Punkte hinter Barca, Real Madrid. Und die waren schon, Barca war schon richtig weit weg. Nee, so weit war es dieses Jahr gar nicht. Doch, am Anfang war es schon ganz dann deutlich. Hier! Oh! Nee, du freust mich hier. Ich wollte dir den Stollen ins Auge drücken. Oh, vorbeigesprungen, Alter. Jetzt ist er sau gefährlich, wenn er vorbeispringt. Oh, da wurde weit vorgelegt. Beckmann! Oh! Wer war das denn? Hanik oder was? Nee, wer war denn das? Ich weiß es nicht. Nee. Nee, der 25. Herr 25 war das. Ist richtig schön. Schokoladenstraße, Ecke abgebissen. So. Doch, ohne Scheiß. Es waren auf jeden Fall schon mal 6 Punkte auf jeden Fall. Die so vorne dran waren. Und ist jetzt irgendwie geschrumpft auf 2 Punkte. Also so deutlich ist es nicht mehr. Und Atletico macht ja auch richtig Dampf da hinten. Atletico ist super, ja. Die haben ja sogar gewonnen, ne? Gegen Barca? Nee, Barca. Barca hat gewonnen. Ja? Ich weiß es nicht mehr genau. So. Unentschieden und 1-0 oder so. Da hab ich mitgedacht. Da ist kein Platz für dich, mein Freund.
Ja, Stuttgart hier, die geben sich echt Mühe. Ey. Oh. Bisschen früh geschossen. Schlechter Schuss. Aber ich muss mit Leverkusen ja auch eigentlich deutlicher hier vorwärts gehen. Ich meine, Champions League-Teilnehmer, ne? Achtelfinalist. Na los jetzt mal! Super! Stark! Hoi Ming Son! Stark gemacht. Richtig schön. Anstatt einfach mit Vollspann drauf zu pfeffern, hat er es dann ganz gemütlich unten drunter gelegt hier. Aber das war dein Fehler auch mit dem Abwehrverbund da, ne? Ja. Das war nicht ganz so wirklich gelöst. Aber war schön. Schön, schönes Tor 1-0, wie sie es gehört. Oh, ich bin heute in Form, glaube ich. Ja, du bist doch gut drauf. Mach mal solche Sachen hier. So Lahm-Tricks, weißt du? Philipp Lahm. Macht er jetzt öfter, hast du schon mal gesehen? Ja klar. Diese komische Drehung? Oh, Kult! Oh, wenn der noch ein bisschen... Da, der tut sich jetzt weh am Kopf. Oh, sauber. Ja. Oh! Hebeler! Das hätte ich jetzt gerade nie erwartet, dass er reingeht. Ich auch nicht, weil er so komisch abgeschlossen hat, nicht ganz so souverän. Und da liegt ja immer noch der einer da hinten. Ja, immer noch Son. Ja, der war noch nicht ganz fit. Danach hat er noch eine SMS geschrieben. Gleich gibt's Tor. Super geil, Alter. Oh, jetzt muss er. Oh, jetzt ist er eine Schakai. Oh. Jupp. Schade. Jupp. Ja, auf jeden Fall habe ich die Tabelle gerade offen von Spanien. Ja. Und Barca und Atletico haben 54 beide. Und Real Madrid 53. Sag ich doch, ein Punkt, ne? Ja. Ja, war doch in meinem Kopf. War doch in meinem Hirn verankert. Guck ja da auch mir immer die ersten drei an, wie es da steht. Und wann es denn entschieden ist. Na, ich hab auch ein bisschen Schiss jetzt, was Champions League angeht, aber ja? Ich denke, Barca kann das schon reißen. Oh, ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, gerade im letzten Jahr, gut, das letzte Jahr darf man wahrscheinlich irgendwie nicht zählen, Messi in Ewigkeiten verletzt, aber Raul war immer noch der zweitbeste Fußballer der Welt, auch trotz Verletzung. Schwachsinn. Ja, aber egal, aber die anderen dann halt, dann hat der Trainer gefehlt, ne? Richtig. Also es war, lief halt einfach nicht rund. Das wissen sie ja auch selber. Oh, schön. Ein Ball für den Lehn. Oh. Castro. Rolfes. Oh. Bender. Oh. Alter! Oh, wie brauche ich denn die Chancen? Keine mehr, kriegst keine. So, ja, heute bin ich fitter. Fittig. Hast du gesehen? Abgelaufen einfach. Ja, habe ich mitbekommen. Oh! Oh! Das war jetzt ein bisschen großkotzig. Was? Meine Aktion eben, ja. Da wurde schon, das ging schon Richtung Arroganz dann so. Ah, das schmal an der Grenze zwischen selbstbewusst und arrogant. Das ist nicht so. Da sag ich mal, das ist ein schmaler Draht. Ah! Oh. Und Giesling. Der Boy. Oh. Oh, wie oh, jetzt wird es nochmal gefährlich. Kommt bestimmt. Nee, oh, kommt nicht, ja, genau. Dachte ich mal. Ah, oh, ich wollte ihn aber annehmen. Oh, schön. Den kriegt er doch, oder? Yo, den hat er. Oh, Abseits. Abseits. Wie kann das ein Abseits sein? Mach mal. Ja, ich hab das. Wollte es auch anders machen, aber die laufen halt nicht so schön wie die Bayern. Nicht ganz so schön. Das merkt man wirklich in diesem Spiel. Das glaubt man vielleicht nicht, wenn man noch nicht so lange gespielt hat. Aber es gibt hier wirklich Laufwege. Und es gibt Mannschaften, die haben extrem gutes Stellungsspiel. Und welche, die haben das weniger.
ist wirklich so. Das stimmt, das liegt auch ein bisschen an der Arbeitsrate der Spieler, wie hoch die Arbeitsrate der Spieler ist, offensiv und defensiv. Wie schnell dann eben Räume dicht gemacht werden wieder, etc. Auch wenn man es manchmal gar nicht will und sich wundert, warum läuft dann keiner mit, dann liegt es einfach an der Arbeitsrate. Dann haben sie halt bloß eingeschränkte... Ja. Schön. Oh, kann man machen. War gut. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der eine Schuss, dieser Schlenzschuss, ein bisschen schwieriger geworden ist mit dem Patch? Ja, auf jeden Fall. Ne? Der ist richtig schwierig geworden. Also auf jeden Fall schwieriger, als er mal war. Ich hab den früher immer reingemacht wie Sau. Oder gerne mit Tore gemacht. Oh. Da hab ich aufgehört mitzulaufen. Dann gibt's meistens solche Probleme hier. Ich habe mir aber gut vorgelegt, also im richtigen Moment, aber... Wieder abseits, oder? Ah. Super, aber gut gemacht. Hast du gesehen, wie du gestört hast? Ich hätte auch vorne hinlaufen können. Oh. Oh, was ist denn jetzt los hier, Alter? Scheibenschießen. Ja, ein bisschen. Guck mal, 6 Schüsse hast du abgegeben mit Ibisevic. Viel Platz, ne? Greift keiner an so richtig. Oh. Jetzt, ja. Jetzt war's verdient. Das habe ich... Ich muss auch angreifen. Wenn ich nicht angreife, wird's dann auch mal eine enge Geschichte hier. Eine enge Kiste. Naja. Mann. Aber typisch Leverkusen, ne? Ja. Führen souverän. Auch von den Spielanteilen her waren alles super. Aber dann irgendwie jetzt nochmal nachgelassen in den letzten 20 Minuten. Entweder retten sie jetzt ihren Arsch oder sie wollen es nochmal berichtigen, das Ergebnis. Ich wäre jetzt natürlich, ich würde Arsch retten sagen, aber... Ah, schade. Falsche Richtung. Oh, schön. Ah, wenn er ankommen würde, ne? Wäre das super. Wäre das super geil. Oh, lauf doch. Pass doch direkt, du Lappen. Na, aber der startet nicht. Fast. War's das? Abseits. Ach, abseits war's. Ja, oh Gottes Willen, wer sieht denn sowas? 88. Da ist noch ein bisschen was drin. Ja, ich meine auch. Ach. Kann man nur fangen. Mann, ey, hab ich den schön freigespielt. Oh! Der war ja perfekt eigentlich vom Kopfball her, Kiesling. Dann steht da noch einer, ey, am kurzen Pfosten. Ich werd verrückt. Oh! War gar nicht so gewollt. Das geht vorbei. Schön! Mann! Yay! Leverkusen gewinnt mal wieder. Bis dann, liebe Leute. Ciao, ciao.